Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Dark Souls 3 Seen das Mord und wir haben einen Boost gefunden, der uns sehr wahrscheinlich sehr viele Probleme machen wird. Und jo, aber ich möchte eine Challenge haben. Dafür sind wir hier. So. Der gibt uns zum Glück so ein bisschen Zeit, am Anfang uns zu buffen. Deswegen, also halt unsere Companions zu holen. So, kommt mit. So, hi. Du hittest aber auch echt hart, ne? Pathetic. Okay, ich bin, glaube ich, zu schwach für den. Actually zu schwach. Habe ich sowas wie ein Homeward Bone? Lose Souls and Return to Bonfire. Will ich aber nicht. Ich möchte eigentlich die Seelen und dann verschwinden. Wenn ich das nicht bekomme, versuche ich das so lange, bis ich ihn besiege. Weil ich krieg gerade auch jedes Mal, wenn ich hier lang gehe, 1000 Seelen, ja? So. Ups. Ja, moin. Jetzt schon wieder direkt keinen Bock. Ich muss unbedingt auf Leben leveln. Das ist auch auf jeden Fall notwendig. So. Uff. Oh, er hittet halt so hart, ne? Pathetic. Ja, ich glaube, der ist so strong. I guess ich darf einfach nicht sterben. LOL. Ich gehe meine Feuerbrand rein und gucke, ob ich jetzt eine Allies upgraden kann, oder... Oh, warte. Oder ich kann vielleicht bei der Handmaid, den Homeward Bone kaufen. Hm. Purchase Item. Nö, nö, nö. Was macht das denn? Should only be used with the greatest of caution. Okay. Okay, ich bekomme da einfach nichts. Scam. Scum. So. Hi. Warte. Covenant. Strength and Bound. 10 Ritual Essence. Ah, warte. Okay. Okay, ich brauch davon 10. Okay, cool. Got it.
Dann, du warst Pyromancy und so, ne? Okay, cool. So, gehen wir einfach mal zu High Wall of Lothric, I guess. Und gucken, was uns da so erwartet. Hi. Lol. You have been blessed with the enhanced absorption. Oh, okay, cool, danke. Wusste ich nicht. Das habe ich gecheatet. Okay. Also wir starten hier. Okay. Ich hätte meine Waffe noch upgraden können, aber ist egal. I mean, mein größtes Ziel ist erstmal überleben. Kann ich auch was machen? Nö, okay. Okay. I guess das ist die Abkürzung. Hä? Okay, man kann hier sogar schon runter. Gut ist, ich kenne das, die Gebiete von Dark Souls, ja. Aber die scheinen hier einige Abkürzungen und so erstellt zu haben. Gibt nix. Commune. Oh, okay. Was habe ich jetzt gemacht? Oh. Hi. Oh, your heads. I thought that clamoring didn't come. I've... Well... At the... Oh, fuck. Or... Keep your... Okay, ich sehe da nix. Okay, wir gehen mal wieder zur High Wall of Lothric, glaube ich. Okay. Haben wir auf jeden Fall einiges freigeschaltet. So. Die Absorption brauchen wir nicht. No. Lassen Sie uns mal hier lang gehen. Hallo. Wow. Okay, ah, okay, cool. Ich will jetzt ja nicht alles backstabben, ne? Okay, die haben nicht alles verändert, I guess. Der Gegner ist auch Vanilla. Der auch. Ich bin actually... hatte ich angefangen mit einer eigenen Map. Und... Da habe ich einiges verändert. Also... Da kommt man nicht so leicht hier durch. Ja, okay, die sterben direkt an dem Bleed. Das ist cool. Ha, ich hatte das gleiche Problem. Die haben den auch einfach irgendwo hingelegt. Okay. Manche Sachen haben die auch einfach nicht verändert. Kann ich verstehen bei manchen Sachen.
Hier hinter ist einer. Bei mir steht hier ein Lothric Knight hinter. Ah, shit. Das ist cool, dass die direkt Bleed bekommen und somit halt mit Damage. So, du bleedst jetzt auch kaputt. Du auch. Das ist praktisch. Throwing Knife. Throwing Knife. Time to throw, PogChamp. So, kommt der Drache? Ja, oder? Bestimmt. Natürlich kommt er. Gratisseelen. Lol, ja, jede Menge Gratisseelen, oder? I mean, ich kann mal durchlaufen. Ey, wo ist meine aktive Poise, die ich die ganze Zeit versprochen bekomme? Hello! Hello, ein Bonfire, okay. Okay, die Chests haben sie nicht deaktiviert. Ah, why not? Oh. Oh. Du stirbst am Bleed. Oh, das kriege ich einfach so vorher. Oh. Was macht die Rüstung denn? Bleed Resist, okay. Dexterity, Maximal Stamina. Increases Maximal Stamina. Okay, einiges an Stamina Regeneration. Oh, gut, ist okay. Ah, warte, ich kann ja einfach hier immer Level up machen, ne? Praktisch. Okay, keine Ahnung, was da abgeht. He mad. He really mad. So ein Gegner vielleicht? Sogar ein Boss? Boos? Ich kann nicht treffen. Boah, hier habe ich auf meiner Map so ein Cancer-Gebiet rausgemacht. Hehe. I guess vielleicht spiele ich die dann als nächstes. Hello, Chest. Ich hasse Speertypen. Ich hasse sie wirklich. Wo ist meine Gefährten? Bekomme ich die Ritualessenz, wenn ich Gegner kill? Ja, ne? Ich hol gleich meine Kollegen, ne? Okay. Okay. Du bist dead? Geh drauf! Berlin! Nice! Poggies! Chalice? Wait, gibt's Chalice Dungeons? So wie in Bloodborne? Throwing nice pork. I mean, es werden vielleicht Invader kommen. I don't know. Gucken wir mal. Gucken wir mal unten. Hi. Lul. Ich glaube, hier habe ich genau auch einen hingestellt. Noch ein Bonfeuer? Okay. Also scheinen einige Bonfeuer zu haben, was ich eigentlich ganz cool finde. Hey, Greyrat. Ah, you can below not the please. I'll put you. There are two. Machte genau das, was er auch im Base Game macht. Ja, okay. Können wir einfach mal equippen, I mean. Hat ja keine Nachteile.
So. Ich hätte mich ans Bonfire setzen sollen für mehr Estus, I guess. Okay, das farm ich gerade richtig viel, I guess. Deep. What are you even throwing in ice? Ich hab schon 99. Holy shit. Transformierst du dich? Tut er. LOL. Okay, das macht anscheinend gut Damage. Aber droppt nichts. Okay. Gibt's hier den Lizard? Ja! Tarnished Coin. The Tarnished will soon return. Hier haben sie actually nicht viel verändert. Dark Arrow, Life Gem. Okay, ich kann ein paar Life Gems vielleicht gebrauchen. Oder nutzen sogar. Zack. Du bist eine Fake Chest. Iron Keeper Helm. Increases Vigor by 2 and prevents Headshot Damage. Okay, I guess Vigor, warum nicht? Jupp. Dead. Fangbore Helm. Increase Strength by 2. Okay. Ah, ich nehme die Vigor. Bisschen HP ist gut. Hi. Excuse me, while I... Ja, dann sind die halt easy, ne? Die. Gehen wir die Abkürzung. Why not? In the end, why not? Hello. Silver Eagle Kite Shield. Dich sammle ich neu. Dich auch. Auf geht's in den Krieg. Okay, der wirft den Shit darunter. Deswegen gehe ich mal hoch. Zack. Werden meine Kollegen da kämpfen. Oh, Karim. Tome. Finch Gucci. Down der Clown. Lethal Gym, okay. Ja, ist so schade. Woo! Siegbräu, okay, cool. Kriegen Siegbräu. I mean, ich kann die Life Gems ja eigentlich hier in die Dings tun, ne? Dann kriege ich halt, kann ich hier schnell so zusätzlich HP mir gönnen. Falls notwendig.
Cell Key. Okay, ich glaube, ich habe den Master Key und deswegen kann ich sowieso alles öffnen. Deswegen brauche ich das bei Greirat nicht. Okay. Ah, hier ist noch ein Item. Rogue. Wrath? Nee, ist hier nicht Wrath oder Rogue, ne? Ist ja beides nicht. Roach? I don't know. Nie von gehört. Hi. 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 So. Hallo. Oh, Holy Gem. Okay, okay, okay. Passive Lebensregeneration, fühle ich. Einzige Problem ist, jedes Mal, wenn ich die halt dann mit dem Bleed später töte, dann, ey. Ah, hier ist, das Tor, okay. Hi. Okay, du bist ein bisschen strong. Das war mein Handy, was mir aus der Hosentasche gefallen ist. Okay, okay. Why not? Ein bisschen... Dead. Oh! Lothnic Knight Sword ist halt schon ziemlich gut. Muss man mal so zugeben, ne? Fun Fact, da oben kann man Gegner drauf platzieren. Und das funktioniert sogar actually ziemlich gut. Ich würde sagen, wir gehen zurück zum Bonfire. Ja, und enden dann da die Episode. So. Da bin ich wieder, hallo. Ah, die Gegner sind vermutlich hier wieder da, ne? Aber kann ich einfach vorbeilaufen. Oder so. Oh, hi. So. Dann. Okay, hä? Ja, dann kommt auch her. So. Jetzt geht als allererstes. Ja, als allererstes gehen wir mit dem Feuerbornschein. Dann upgraden wir alles nochmal mit Episodenende. So. Ich würde einmal hier gucken. So. So, Covenant, Strength and Bound. So, kann ich jetzt... Okay. Okay. Okay, das ist auf jeden Fall cool, dass ich ein paar Sachen bekomme. Kann ich Covenant, Strength and Bound? Okay, hä, warum habe ich das jetzt entfernt? Ah, okay, weil es jetzt Pakt 2 ist.
Covenant, Strength and Bound. Okay, 20 brauche ich jetzt. Ich habe... Wie viel habe ich? 10? Ich will auf jeden Fall das auch noch ein bisschen weitermachen. Dann will ich den auf jeden Fall noch weitermachen. I guess maybe mache ich sogar hier sowas. So, ein bisschen Pyromancy, why not? Und so wie ich verstehe, nehme ich die am besten dann. Können wir mal gucken, ein paar Seelen hier, können wir verkaufen. Okay. Ein paar Seelen. Dann können wir mal gucken. Reinforced Weapon. Wir machen einfach mal unsere Reaper Scythe. Das ist ich mache Poison damit. Okay, okay. Das ist natürlich auch Infused Weapon. So. Das macht passive Regeneration, oder? Gehe ich davon aus. Ich habe keine passive Lebensregeneration dadurch. I guess not. Doch, habe ich. Okay, okay. Ich war eine Sekunde, dachte ich, Kackspell. So. Dann würde ich sagen, der Hound ist nicht so geil. Deswegen nehme ich das mal. Und ich würde einmal 2 Stats da rein investieren. Komme ich auf die? Nee, komme ich nicht. Dann würde ich einfach ein bisschen Leben leveln. Dann kann ich auch das verwenden. So. Oh yeah, Mr. Krabs. Dann würde ich sagen... Warte, ist es dann nicht besser, wenn ich das verwende wegen dem Dark Damage? Weil ich ja Dark Damage dann mache? Ja, ne? Alright, ich würde sagen, das war's mit der Episode. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis denn. Ciao.